Ja moin, heute berichte ich euch hier ein bisschen von dem Zwischenstand der Baustelle und wie es aktuell bei uns so vorangegangen ist und was wir hier so treiben. Denn wie man schon auf Instagram und Co. gesehen hat, sind wir schon am Arbeiten, allerdings noch leicht unter erschwerten Bedingungen. Aber ich will euch einfach mal, da ihr das jetzt in den letzten Videos schon gesehen habt, so einen kleinen Zwischenstand geben. Und aus dem Grund fangen wir jetzt eigentlich von der Seite an, wo wir jetzt noch nicht am Arbeiten sind. Das bedeutet Baustelle. Hier ist aktuell unsere Baustelle. Die ist abgetrennt durch diese Staubschutzwand. Und wir gehen jetzt einfach mal durch den zukünftigen Bürotrakt. Also ihr müsst euch das so vorstellen. Wir kommen hier, ist die Tür. Hier kommt ihr rein. So. Und dann kommt da, seht ihr hier, wichtig. Der Typ hat mich auch lustig angeschaut, dass ich sage, ich brauche für meine Kaffeemaschine Starkstrom und einen Abfluss hier. Hier kommt Kaffeemaschine hin. Hier kommt so ein bisschen Couch Area, wo man sich hinsetzen kann. Und hier vorne ist in einem Empfangsbereich. Dann könnte man, wenn man will, das wird auch verglast, also das wird, hier kommt eine Glastür rein, kann man in die Fertigung schauen. Und darüber reden wir gleich. Gehen wir kurz auf die Büros ein. Hier werden wir Konferenzraum haben. Hier ist leider sehr dunkel. Klo und so Bad eben für Gäste. Copy Server Room, Büro 2 und hier kommt Büro von La Bossa. Hier mache ich mir das so ein bisschen schick mit Couch und so, dass ich mir auch ein bisschen mal in der Pause entspannen kann. Oben, weiß ich nicht, ob ich es euch zeigen muss, kommt hier Waschbecken und Umkleideraum und hier Aufenthaltsraum für die Mittagspause für die Jungs. Und dann stehen wir auch schon in der Fertigung. Hier kommt so ein kleines Handwaschbecken hin, wo man sich die dreckigen Flosseln waschen kann, dass man dann wieder sauber ins Büro kann. Das bedeutet, mit hier so Spender und so. Und dann hier kommt so eine Lagerbühne, wie ihr schon aus der alten Firma kanntet. Die wird 12 Meter lang, 5 Meter breit und so hoch im Prinzip wie diese Fläche da oben. Diese Fläche bleibt jetzt erstmal für zukünftige Projekte. Lasst euch überraschen, was da noch alles hinkommt. Aber ihr seht hier, da endet im Prinzip erstmal der Raum. Aber so wird das erstmal sein. Und dieser Montageraum und die wird komplett verkleidet mit Trockenbau, wird klimatisiert und mit Überdruck beaufschlagt, dass da kein Staub reinkommt, wenn dieses Schnelltor aufgeht. So, ihr müsst euch jetzt eigentlich so vorschulken, hier guckt ihr eigentlich direkt auf Hermine. Allerdings kommt hier rechts eine Fahrzeughebebühne hin für die paar Projekte, die wir an Komplettautos machen. Und ich habe so ein Hochregal, wie nennt sich das? So ein Paternoster, so ein kleines Paternoster habe ich gekauft. Das ist hier so 4 Meter hoch oder 3 Meter hoch. Und das wird hier, glaube ich, so noch hingestellt. Und Hebebühne, so ein bisschen, was man eben für Werkstattbereich braucht. Hier kommt so ein Ölabwagen hin. Das ist alles nur provisorisch. Bisschen schweißen, bisschen sägen. Im Prinzip, wo der grobe Dreck entsteht, sagen wir mal so. Denn das soll schon mal ordentlich abgetrennt sein. So, und jetzt gehen wir mal dahin, was ihr vielleicht schon so ein bisschen gesehen habt. Wir sind jetzt hier in unserer aktuellen Motorenbearbeitungsabteilung hier hinten. Wir haben uns hier so ein schickes Hochregallager geholt, um diese ganzen Projekte mal einzulagern. Aktuell sind hier Sachen eingelagert, die eigentlich nicht da rein sollen, wie zum Beispiel diese Mishimoto-Ölkühler oder Kupplung. Das soll in Zukunft alles in unseren Lagerbereich, der über dieser Lagerbühne von der Montage ist. Da kann man dann an der Treppe hochgehen, wie ihr das aus der alten Halle auch kanntet. Aber was wird sich hier noch alles ändern? Oder was ist eigentlich alles hier so Neues? Das ist hier geht es richtig zur Sache. Also das ist alles Lagerbereich, was oben hinkommt. Und ich würde sagen, damit ihr das Konzept versteht, fangen wir jetzt von hier an. Und zwar habe ich noch eine Lagerbühne bestellt, die von exakt von hier bis auf diesen Träger da geht. So, dann so rüber, also komplett an der Wand entlang. Und hier kommt bis auf den Träger. Dieser Bereich wird auch komplett zugemacht, Schnelltor, und in den Bereich kommt Reinigung und Demontage. Sprich, diese Demontage und Reinigung. Ich will, dass diese Motoren erst sauber in die Fertigung gehen. Ich will keinen dreckigen Motor in der Fertigung haben. Und
aus dem Grund ist das zusammen und abgetrennt. Und dann gehen wir jetzt direkt mal aufs nächste Thema ein, und zwar Reinigung. Wie gehe ich vor, wenn ich einen Motor bekomme, der meinetwegen so hier aussieht, ne? Hier haben wir so ein Drecksding, warte, wo ist er? Hier übrigens V10 M5, krasses Ding, müssen wir komplett machen. Hier, wenn der so bei uns hier ankommt, richtig verdreckt, wie gehe ich davor bei so einem Motor? Und zwar wird der erstmal grundsätzlich auf Schäden überprüft, optisch, das was man sehen kann. Denn man muss sich ja nicht an einem defekt gebrochenen Block irgendwelche Mühen machen. So, wenn das dann erstmal auf den ersten Blick okay ist, geht der in den Motul Bio Clean Parts Washer. Das Teil ist super, denn wie der Name schon sagt, BioClean, das Zeug arbeitet mit Mikroorganismen, riecht nach einem sehr angenehmen Apfelduft, kein ekelhafter Kaltreiniger, und diese Mikroorganismen fressen das Öl, den Dreck auf, und das sorgt eben für eine unglaublich lange Standzeit von dem Zeug. Dieses Material wird auf 43 Grad temperiert, wenn ich mich recht entsinne, in diesem Bad, und wird auch hier durch ein kleines Filtersieb gejagt. Hier sieht man erstmal Magnetsieb, und dann ist hier unten auch noch mal so ein Sack, der filtert das noch mal. Und ja, aus dem Grund ist die Standzeit sehr lang, und vor allem nicht nur aus dem Filtergrund, sondern dass diese Bakterien sich gegenseitig von alleine, also den Dreck, auffressen. Und jetzt können wir den mal anmachen. So, kann man hier auf Filter, auf zum Beispiel auf den Kollegen schalten, dann kann man das hier wunderbar sauber machen. Ich hole mir gerade einen Mustermotor, nur zum zeigen, wie gut das weggeht. So, hier haben wir den verölten Block. Der sieht ganz schön bescheiden aus. Und ich mache den Kollegen erstmal an. Das kann man jetzt hier so ein bisschen steuern, den Druck. Ne? Machen wir ein bisschen weniger, bis hier so entspannt läuft. Ich muss jetzt gerade mal sagen, das Material, also die Flüssigkeit, hat jetzt noch nicht ihre 40 Grad erreicht. Weil ich habe es gerade erst angemacht, aber ich bin mir sicher, das funktioniert auch sogar jetzt schon gut. Und wenn ihr seht, wenn ich hier so drüber gehe und hier mal so in der Mitte so ein bisschen Öl wegmache, hier oben, das funktioniert sehr, sehr gut. Und ich arbeite ja auch schon eine längere Zeit damit. Das ist der astreine Weg, um die korrekte Vorreinigung zu machen. Hier sieht man das schön, wenn ich jetzt hier so ein bisschen drüber gehe, wie das Öl von alleine von den Flächen weggeht. Und ich sag mal so, jeder weiß, wie teuer hier so Bremsenreiniger ist, ne? Das ist das hier permanent zu machen. Dann die Handschuhe habe ich jetzt nicht an, um mich vor der Chemie zu schützen, sondern ich habe die angezogen, damit ich nicht dreckige Hände bekomme. Aber diese Chemie, also beziehungsweise dieser Reiniger mit diesen Mikroorganismen, ist absolut schadfrei für die Hände und Haut. Also da müsst ihr euch überhaupt gar keinen Kopf machen. Finde ich persönlich wichtig, und außerdem irgendwie so einen unangenehmen Reiniger permanent zu riechen, ist auch uncool. Nächster Step, wenn das Ding ordentlich sauber werden soll, kurz in die Waschmaschine, 10 Minuten waschen, und wenn es richtig gut werden soll, was wir natürlich wollen, ins Ultraschallbecken. Wir haben hier ein neues Ultraschallbecken von Thieratech, 150 Liter, und jeder kennt Ultraschall, Brillenreinigung wird ja schon seit 1000 Jahren gemacht. Die haben aber noch so ein bisschen anderes Konzept, dass die das Bauteil während des Reinigungsvorgangs hoch und runter bewegen. Ich kann hier verschiedene Modis auswählen. Das ist die Startzeit, wann er warm und kalt machen soll. Hier kann ich die Modis auswählen. Das bedeutet hier, ich habe jetzt ausgewählt 10 Minuten laufen bei 70 Grad. Dann hat er hier so einen 20 Sekunden Filtervorgang oder hier so einen Waterflow. Denn Waterflow bedeutet, dass da hinten eine Pumpe angeht, und die sorgt dafür, wenn der Füllstand dementsprechend ist, ich aktiviere es mal, hier sieht man es, dass der Dreck, also dass es eben gefüllt wird, und der Dreck, der oben auf dem Ultraschallmaterial, also auf der Flüssigkeit drauf ist, runtergespült wird in diese Kammer steigt an, und der grobe Dreck geht dann über den Ölabscheider weg. Und der Rest wird dann über, wenn ich jetzt hier auf Filtersystem gehe, die Pumpe hier springt an und hier ist ein Filter drin. Und dann wird der Kollege einmal das Wasser gefiltert, und wir sehen, hier wird dann ein komplett sauberes Ultraschallbad
wieder für den nächsten Einsatz bereit sein. Also wirklich, hier sieht man schön den Ölschlier, der jetzt hier runtergespült wird und gleich weg ist. Also machen wir mal hier wieder aus. Also ich bin wirklich, ich kann es euch kurz zeigen, ich tue mal Vorher-Nachher-Bild ein schießen, und zwar hier, seht ihr diesen Kopf? Der war wirklich brutal dreckig, also sehr geil gegen Ruß und Dreck und Öle, und das allerbeste ist, das Ding arbeitet von alleine. Ich kann währenddessen an der Maschine stehen und was anderes programmieren. Und wer sich das wünscht, kriegt seinen Motorblock sogar gestrahlt. Das ist zum Beispiel notwendig, wenn man sehr starke Verkrustung, Korrosion, sowas hier, Aluminiumkorrosion. Der Block, der jetzt so aussieht, der schon vielleicht chemisch sauber ist, aber der Kunde will, dass er so aussieht, kriegen wir mit dem Strahlobert hin. Kennt ihr? Ja. Waschen und zerlegen habe ich euch jetzt gezeigt. Das ist schon mal neu. Hier kommt unsere Hohnabteilung hin. Das wird noch so ein bisschen abgetrennt. Da kommen alle Hohnsachen hin. Ich habe noch eine andere Hohnmaschine bestellt für die Leinhoning-Geschichte. Aber das kommt hier hin. Hier werde ich noch den Boden beschichten, weil der Boden hat den Nachteil, dass er sehr saugfähig ist. Und einen Öltropfen und sofort hat man da einen Fleck. Deswegen überall, ob Waschen, Montage, Hohnen, ist der Boden beschichtet. Ja, Hermine, muss ich nichts zu sagen, ne? Also ich bin absolut baff, was Hermine kann, in was für Geschwindigkeiten. Leute, die Instagram verfolgen, haben schon so ein bisschen gesehen. Ich bin schon wirklich viel mit am Arbeiten und ich wusel mich da rein. In naher Zukunft wird auch ein Maschinenbediener hier sein. Also erstmal bitte keine Bewerbungen mehr schicken. Null Probleme, also Präzision, wirklich Präzision des Todes. Also irgendwie, ich kann mit meinen Messmitteln die Genauigkeit dieser Maschine nicht kontrollieren, wenn wir hier im Tausendstel-Bereich sind. Hier so schöne Bremssattelhalter gemacht und so. Wirklich ein Traum. Einfach nur. Was mir noch aktuell ein bisschen fehlt, ist, dass ich die ganzen Spannaufnahmen nicht alle habe, weil nicht, dass ich keine bestellt habe, sondern dass die übelste Lieferzeit haben. Ja, also zum Beispiel hier ist so ein Zentropé-Spannfutter entlang von Farion, aber die können aktuell die Mutter, hier oben kommt eine Mutter drauf, die können die nicht liefern, das ist getrennt. Ne? Also da kommt hier so eine Spannhülse rein und dann eine Spannzange und dann kommt die Mutter drauf und die Mutter wird nicht gemacht. Wir haben auch eine Spindelinnenkühlung, aus dem Grund muss hier hinten immer, so wie ihr es jetzt hier seht, bei dem Spindelwerkzeug so ein Röhrchen rein, weil das ist halt, das hatte ich alles gar nicht vorher nutzen können, weil die Maschine das nicht macht. Das Big Kaiser Werkzeug hat hier eine Spindelinnenkühlung. Das bedeutet, dass aus diesem Rohrchen ballert der Wasser. Der ballert direkt Wasser auf den zu schneidenden Punkt und spindelnden Punkt. Das ist einfach nur super geil. Hier sind noch diverse andere Big Kaiser Werkzeuge gekommen. Das sind mitunter hier so einen richtigen Labosser. Guckt euch den an, ey. Wisst ihr, was der mit so einem Aluminiumklotz macht? Mit der Maschine in Kombination, der zerstört brutal. Auch natürlich hier mit Spindelinnenkühlung. Die Spindelinnenkühlung ist hier für jede einzelne Wendeplatte. Super geil. Und davon wird auf jeden Fall bald mehr kommen. Hier wird so ein CAD-Arbeitsplatz eingerichtet. Ich habe schon alle Werkbänke, alles bestellt, was ich brauche. Das soll natürlich nicht so sein, wie es jetzt ist, sondern ich finde es persönlich geil, an der Maschine zu programmieren. Deswegen steht auch aktuell mein Computer direkt hier, weil dann direkt mal was ändern und so, dann muss man nicht irgendwie bis ins Büro laufen. Und hier wird so ein schicker CAD-Arbeitsplatz eingerichtet mit solchen Schränken darunter, einer ordentlichen Werkbank. Hier zum Beispiel, das brauche ich noch, das muss noch festgeschraubt werden, damit ich die Futter korrekt einspannen kann. Hier kommt nämlich so das Futter rein. Ich kann es euch mal kurz zeigen. Hier so. Und dann kann man hier dran fest oder lose machen. Also das kommt dann so hier rein. Muss aber halt ordentlich auf den Tisch. Ach ja, okay, das habt ihr ganz kurz gesehen. Wir haben uns neben der Maschine noch eine Hauptlagergassen-Bohrwerk gekauft. Für Nockenwellenlagergassen und Hauptlagergassen. Diese Maschine ist einfach nur genial in dem Sinne, weil sie sehr es funktioniert noch alles mechanisch, wenig CNC gesteuert, gar nichts, also bis auf dieser Zyklus da, wie die Schneide fährt, das ist schon hier dieses neue Modell. Und man stellt hier an dem Rad die Höhe ein,
Dann kann man hier links, rechts, vorne, hoch, runter. Hier vorne kommen diese Messuhren dann rein, wenn der Motor dran steht. Und dann kann man daran drehen. Und dann sieht man, wenn man das quasi hier drin zentrisch hat, ich nehme mal die, dann sieht es besser aus. Wenn man dann zentrisch in der Bohrung ist, dann ist logischerweise null Ausschlag. Und dann weiß man, alles klar, dann können wir das Messer einstellen und einmal durch die Gasse spindeln. Sehr geile Maschine, unbedingt notwendig dafür, vor allem auch so Nockenwellenlagergassen zu retten. Und egal, man kann natürlich schon, ich hätte eine 5-Achs kaufen können, die ein Horizontal, also dass die Spindel von der Seite ist, denn dann hätte ich mit längeren Werkzeugen arbeiten können. Aber ganz ehrlich, wenn so eine Lagergasse hier 60, 70 lang ist, so ein Werkzeug habe ich bei Schrick gesehen, liegt dann das Werkzeug bei 30.000, 40.000 Euro, um eine Lagergasse auf Maß zu spindeln. Ich habe gesehen, das Werkzeug, mit dem der Bugatti-Motor seine Hauptlagergasse gespindelt bekommt, die machen das auf so einem, ich glaube, das ist eine CNC von Grob. Die haben, glaube ich, eine Grob, ja. Mit so einem 500er Werkzeug, der geht's kaputt. Ja, die bleiben hier stehen, die kleine Haas, die macht ihren Job immer noch sehr gut und bin super happy mit der Maschine, außer der Haas-Service-Katastrophe. Und hier haben wir unser bestes Bohrwerk, was immer noch für die einfachen Arbeiten, wie mal eben was ausspindeln oder gerade einen Deckplan, perfekt ist. Und ich würde es auch immer wieder kaufen. So, ja, darüber haben wir natürlich schon bei dem letzten Video über die Hermine geredet. Ein paar Späne sind jetzt hier provisorisch in so einer Wanne aufgefangen. Ich habe den richtigen Spänewagen nicht bestellen wollen von Hermle, weil der 2.300 Euro gekostet hat und ich dachte mir, ach, ich mache mir da einen Bottich drunter und lass mich in Ruhe. Als ich das hier aber alles so richtig stehen gesehen habe, dachte ich mir, ey, komm, das macht den Braten jetzt auch nicht fett. Ich hätte gern auch den passenden Wagen dazu, weil ich dann eben so bin, ne? Ja, und dann habe ich aber herausgefunden, dass der Wagen von Knoll ist. Knoll it works. Denn diese ganze Kühlmittelanlage und hier der Späneförder, das ist alles von Knoll. Und ja, dann habe ich mal bei Knoll angefragt und dann siehe da, das Ding kostet nur 1600 Euro. Nichts gegen Hermle, jeder muss sein Geld verdienen. Ne? Aber da habe ich auf jeden Fall gerade mal 500 Euro gespart und darüber bin ich auch glücklich. Ja, was haben wir jetzt hier noch? Da ich euch ja erzählt habe, dass hier oben, also der Bereich hier abgetrennt wird von der Reinigung und Demontage, haben wir oben wieder Fläche generiert, um quasi alles auch nach oben zu nutzen. Denn das ist ja der Sinn, wenn man so eine hohe Halle hat. Und deswegen kommt Marc. Marc ist unser neuer Schraubenkompressor. Das Ding ist geil, weil es ist so leise. Passt mal auf. Ich mach mal kurz hier einen Druckabfall und dann hört ihr mal, wie leise der anläuft. Das ist nämlich der Wahnsinn. So, jetzt läuft schon Marc an. Wir sehen hier, wir haben 7,5 Bar. Einmal blub, Schraube läuft an, Volllast. Und das ist ein 500 Liter Kessel, ne? Und gut, 6,7, 7,7, 7,8. Und er ist nicht mal auf Volllast am Laufen. Und zack, haben wir wieder schon 8 Bar erreicht. Mit Trocknereinheit und allem, was dazugehört. Also das Ding, super geil. Und da kann ich euch Tipp geben für die anderen Unternehmer unter euch. Man kriegt aktuell vom Staat einen Kompressor subventioniert mit um die 40%. Wenn er so irgendwie CO2 einspart, irgendwie sowas in die Richtung, gibt es so ein Formular, das muss man ausfüllen und dann kriegt man da bis zu 40% zurück. Und wenn so ein Ding, ich glaube, der hat 10.000 Euro gekostet, ist das schon eine ordentliche Menge. Ne? Also, Jungs und Mädels, nicht vergessen, irgendwie sehe ich auf Instagram auch immer mehr Frauen, die sich auch für Motorenbau interessieren. Sag ich mal wieder ganz kurz, Service-Update von meiner Seite, denn ich habe mir gedacht, da ihr jetzt im letzten Video schon so ein bisschen Zeug gesehen habt, ne, dann ist das jetzt blöd, also jetzt können, entweder macht es man ja richtig, so ein richtiger Boom, hier sind wir, fertig, oder man macht es dann so in Stücken und deswegen habe ich mich jetzt eben in den Stücken entschieden, dass ich das alles hier Stück für Stück immer weiter die Entwicklung zeige. Kekse, CNC, zahlt sich nicht von allein, ein paar Pistazien-Dieter sind auch noch da, also noch kurz in den Shop reinspringen und ja, sich was gönnen. Also ich sag mal,
Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ich gucke jetzt in Ruhe diesen V10 hier an.